Liebe Kollegen, ihr seid früher auf Blumenthal gewesen. Ihr besucht heute das Bergbaumuseum Zeche Zollern in Dortmund und habt die Lok Paula entdeckt. Die ist leider auseinandergeschweißt. Welche Gefühle beschleichen euch, wenn ihr das nach Jahren seht? Ja, es ist natürlich traurig, dass die Lokomotive auch nach so vielen Jahren jetzt immer noch hier so steht. Und das Schicksal von der Lokomotive ist auf jeden Fall, dass sie eben seinerzeit durchgebrannt wurde auf der Hälfte, wie man hier sehen konnte. Und sich keiner da an die Arbeit macht, das wieder herzustellen. Ist natürlich auch nicht so leicht, aber es ist machbar. Es gibt also eine andere, das ist eine Ausstellung, ein anderes Schaubergwerk, wo das gemacht worden ist, mit einer anderen Lokomotive, die auch vorher so aussah. Hat also so gesehen, da funktioniert, müsste hier eigentlich auch funktionieren. Muss sich nur einer an die Arbeit machen. Sich da dann beiden zu binden sozusagen, als jetzt hier wieder neu zusammenzuschweißen, zu streichen und so. Ist halt traurig, weil es eine einzigartige Lokomotivenart im Weltbau war, die vollautomatisch unter Tage von 1967 an gefahren ist und seinesgleichen gesucht hat sozusagen. Man hat sehr lange Jahre da gearbeitet, ist ein halbes Arbeitsleben sozusagen, haben wir da verbracht. Ist halt schade. Ist halt für die Nachwelt wäre es schön, das nochmal zu erhalten. Ja, ich habe zum Beispiel die Lokomotive hier, die hier steht, von 1976 bis 2001 immer repariert. Also auch Wartungsarbeiten, zerlegen. Und in Stand gehalten, auch Anstriche und so, sind alles unsere Sachen, die wir gemacht haben. Umbauaktionen, die wurden umgebaut seinerzeit auch mal auf eine andere Steuerung. Und sicherlich ist der Bergbau jetzt erledigt hier in Deutschland, mehr oder weniger. Aber man sollte schon besondere Zeit, sollte man eigentlich schon bewahren für die Zukunft, denn das ist eine einmalige Sache, weil diese Lokomotive, wie ich vorhin schon mal sagte, eben vollautomatisch gefahren ist. Was jetzt so nach und nach gerade mit U-Bahn-Zügen läuft, haben wir von 1967 an bis 2001 auf der Zeche, wo ich gearbeitet hatte, gemacht. Da gab es dann auch nicht woanders. Und das wäre eigentlich wert, das Ding zusammenzuschweißen, anzupinseln, hinzustellen, Schild dran zu machen. Hier, das Ding ist von selber gefahren mit den Kohlenwagen dahinter. Immerhin so ein Zug hoch 320 Tonnen inklusive Lokomotive. Das war also auch alles nicht irgendwie eine Spielzeugeisenbahn, sondern jeder Ding mit hoch 20 Tonnen. Bei einer Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern, genau. Muss man dabei erwähnen. Ja? Also 20 Stundenkilometer war die Höchstgeschwindigkeit, die in der Vollautomatik gefahren sind. Und bei 28 Stundenkilometer hat die dann auch schon eine Abschaltung bekommen. Schneller sind sie nicht gefahren. Genau. Das sind die Lokomotiven, die bei uns auf Blumenthal der letzte Grubenpferd abgelöst haben, den Tobias 1967 seinerzeit. Als der Tobias rausgefördert wurde, da war das letzte Grubenpferd, glaube ich, überhaupt im Bergbau. Da kamen diese Lokomotiven gerade runter, da gab es riesen Diskussionen darüber, dass die dann irgendwie diese lange Strecke nach Van Eyckel gemacht hatten. Da wäre die Angst riesig seinerzeit, das würde nie funktionieren. Hat aber funktioniert, hat auch an sich keine Todesopfer oder sonstiges gegeben hier bei dieser ganzen Sache. Die sind sicherlich auch mal entgleist, die Lokomotiven, oder die Wagen sind umgefallen, das ist auch passiert, aber da gab es eine Unmenge Sicherheitseinrichtungen, dass man da, das merkte vor allen Dingen, dass die auch stehen blieb, wenn man entgleist war, haben dann alles nach und nach verändert, dass das immer sicherer wurde und da hat auch wirklich über Jahre hinweg gut geklappt, muss ich sagen. Da wäre auch mit Lokfahrern drauf nicht zu realisieren gewesen, weil das war eine sehr große Wärme, wo die Loks hergefahren sind. Die Strecke alleine von Recklinghausen nach Van Eyckel war schon 8,6 Kilometer lang, ging dann Richtung Norden, Richtung Haltern, nochmal genauso weit. Und da ließ sie sich auch jetzt von den Schichten her nicht genau festlegen, wann die Lokfahrer dann wirklich dann am richtigen Punkt wären, um zu wechseln und die Menge Lokfahrer vor allen Dingen. Das sind ja 9 Stück gewesen und es gab noch 16 andere Lokomotiven, anderen Typs. Und da war so die sichere Angelegenheit, mit den Loks zu machen. Und hat sich auch bewährt damals. Wofür ist dieser Strick? Der ist der Strick zum Aufhängen für den deutschen Bergbau. Nein, der ist der Strick, damit hat man den Bügel aufgezogen. Die hatte einen mechanischen Bügel zum Hochziehen, so einen Doppelscherenbügel. Und da konnte man dann ziehen, dann ging der auch der Stromabnehmer. Also. Auch Pantograph genannt, für die Experten. Was? Pantograph? Pantograph, genau. Bitte nachgucken, manchmal kann man den sehen. Im Brockhaus ist er, glaube ich, nicht beschrieben, aber die Eisenbahnleute wissen, dass so ein Ding Pantograph heißt. Danke.